Ja, hallo meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu Tony Hawk's American Raceland. Ihr seht es schon, wir halten gerade an. Wir sind angekommen. Ich bin gerade 4-5 Mal die Treppe hoch und runter gelaufen bei mir. Also die Spiraltreppe, die zum Keller führt. Und ich bin ein bisschen außer Atem. weil meine Waschmaschine Faxen macht. Und das wurde halt überprüft. Und ich habe das jetzt überprüft. Und jetzt läuft die wieder prima. Und können uns teilweise freuen. Whee! Ja, und jetzt geht's weiter. Glücklicherweise. So, und das machen wir natürlich, indem wir einmal hier über die Bojen grinden. Hier haben wir nochmal das Schiff. Das Schiff wird übrigens jetzt demnächst uninteressant. Wir sind erstmal hier drauf gefangen. Und wir fangen an mit der Aufgabe von Mega. Das ist Mega, der Typ. Are you Mega? Tony Alva said you may be able to help me. Alva's an old friend. What do you need from me? I need to dig up the old Green Pipes Point skate park. Alva said you got heavy machinery skills that could be useful. Green Pipes Point, up in Topanga Canyon. I know the place. Tell you what, do me a few favors, and I'll see what I can do. Sure, just name it. How about helping me feed my pet shark? I've been banging on this rail, trying to call him, but he can't hear me. I'll bet he's way over by the beach, looking to chomp on some dumb tourist snoozing on a raft. If you can make a big enough bang, I'll bet he'll come rapidamente. To spark up his spurs, grind up this cleat, then acid drop into a grind on the next one. So, ziemlich einfache Aufgabe. Ist übrigens ein Bank Drop. Aber Drop ist Drop hier in dem Spiel. Und da ist er! Does he look hungry? This cable I dredged up is covered with clams, barnacles, and all kinds of nasty. Kinda like the biker chick I picked up last night. Aha! Now this thing's hella slippery, so be careful. Once your board's loaded up with some tasty fish food, hop on out to that Bowie line, then jump over Fonzie, he'll do the rest. So, nächste Aufgabe, hier mal rüber gewinden, springen, hier gewinden und den Hai aus dem Becken holen. Das ist simpel. Und den McTwist nicht vergessen. Du hast nach rechts gesprungen. Wow! Wieso bin ich denn nach rechts gesprungen? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann nochmal. Alle guten Dinge sind zwei. Wow! Thanks, kid. Old Fonzie just can't get enough of there. So, abgeschlossen. Der Hai ist wütend, sagen wir mal dazu. Und, beziehungsweise der Hai hat was zu essen bekommen. Und wir können uns halt hier umgucken. Die Bowlen sind ist verdammt groß, was das angeht. Wir machen einfach die Aufgaben. Ihr werdet später sehen, warum die verdammt groß ist. Die sieht jetzt verdammt nicht verdammt groß aus. Sie sieht minimal aus, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Them Derrick workers are beginning to think they got a leg longer than Master Mega himself. I think it's time to circumcise this problem. I've activated the pipe, which caused the three pressure release valves to pop up. Take this lift behind me to the top, so we can wrangle up some explosives and have ourselves a little bar mitzvah. So, Ziel, nach oben fahren. Wie einfach. The caps are on top of the two pipes behind me. Now skate and fetch them explosives. So, Sprengsatz 1. Upsala. 2 und 3. Now here's where the fun begins. I've planted the explosives behind the US gas sign. So I'm gonna need you to trigger it. To get up there, grind a rail, then jump to the tank rail. Ride that baby up and then jump for the sign. A hard wall plant or sticker slap should trigger the explosive. What? Are you insane? I'll be blown to bits. Don't be such a sissy boy. The shockwave will throw you clear of the blast. Now get up there before anybody sees it. Ich meine, ein Alien, ne? Ein Alien ist ja irgendwie nicht irgendwie auffällig, wenn das so hochgewindet hier, oder sich hochbegibt, um halt sowas hier zu machen. Was? Leute, der Sticker Slap war dran. Das Spiel hat mich selbst nach rechts befördert. Ich habe alles gemacht, was das Spiel von mir wollte. Autsch. Das war dumm. Okay, das gebe ich jetzt zu.
erstmal Scheiße gemacht. Habe ich ein Darkslide? Ich habe ein Darkslide. Darkslides sind cool. Meine Meinung immer noch. Hey! Der haut mich einfach mal weit nach links. Nach rechts. Ich drücke nicht mal rechts. Autsch. Bin zurück. Hi. Das Spiel ärgert mich. Du nervst. Ja, klar. Ich nerve natürlich. Dann guckt meine Videos nicht, Leute. Ich so nerve. Dankeschön. So, ihr seht schon, wir sind meilenweit oben. Die Bohrinsel ist nämlich verdammt hoch gebaut. Und mit verdammt hoch meine ich etwa so hoch, dass wir so tief fallen. Also, meiner Meinung nach ist die verdammt hoch und es geht ja noch weiter hoch. Wenn wir hier runterfallen, zum Beispiel wie das Beispiel, zack, es geht noch weiter hoch. Oben kann man halt skaten. Das ist halt der große Unterschied zwischen den ganzen Städten. In den Städten kann man auch skaten, aber es sind keine Kombos möglich. So, gucken wir uns ein paar Aufgaben an. Die sind eigentlich alle oben, wird hier gesagt. Weiter oben, okay. Ach, das ist der Fahrradtyp. So, einmal hier hoch. Suche Aufgaben, die ich machen kann, damit ich ein paar Teile kriege. Denn die Aufgaben hier, die Schweizer Typen, die geben mir Teile. Hey, don't bug me. I'm a union worker and I'm busy. Just kidding. Union workers are never busy. We're always on break. Hey kid, I got a humdinger of a challenge for you. Make your way over to that crane and I'll show you. Just get to that crane platform so I can weld away at these balls under here. So, klettern steht extra neben der Leiter. Natürlich gibt das Sinn. You know, life on the rig gets a bit lonely sometimes. And when a lonely man has time to think, he can only think of one thing. Skeeting! My need has compelled me to make the largest skeetball course ever conceived. I've cooped up each of the three targets with some skeet slick'em. Give you a bit more speed. If you can hit the metal grate in each of the skeet targets, I'll shoot the skeet stuff out to your park. Now go and be the ball. So, Aufgabe. Die Aufgabe ist ziemlich lustig. So, das war's schon. Hey, alright, you did it. Don't worry, I'm Union, and this rig's insured. They'll likely fly in some replacement parts once they have a full tally of the damage. Vor allem weiß ja eh keiner, wie du aussiehst, also von daher. So, Glückszahl. Wir können jetzt übrigens nicht zurück zur Skate Ranch, was logisch ist, weil wir auf einer Bohrinsel festsitzen. Dafür müssen wir erst die Endaufgabe besprechen und die Endaufgabe kommt noch. Mache ich aber zum Schluss, denn ich möchte erst hier die Aufgaben fertig haben. Wo ist der Typ? Hier ist der Typ. Hallo Schweizer. Tried to send my girlfriend a text message with the rig's computer and the damn thing went haywire. Now three of our ships are disabled by the computer. The antennas need to be destroyed so the captains can regain control. To get to the ships, skate out to the end of the scaffold and spine transfer to the boats. You can take this blasted command console if you do it. I'll ship it out to your park myself. Die Aufgabe ist eigentlich auch ziemlich leicht. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur Spine Transfers machen. Und zwar bei jeder Antenne. Das ist ziemlich simpel. Man kann eigentlich, theoretisch braucht man nur so machen. Die ganze Zeit Spine-Transfer und dann geht der Rest schon automatisch. Seht ihr das? Ja, man muss halt sich nur ein bisschen ausrichten, aber mal ganz unter uns, wie schwer soll das denn schon sein, ein bisschen ausrichten. Oh, Antenne kaputt, gibt sogar 1000 Punkte. Aber irgendwie nicht für den Spine-Transfer. Spine-Transfer gibt irgendwie immer weniger Punkte. Ah, bis 250. Good work, kid. Nice form on your backstroke, by the way. The console is on its way to the ranch. Ich nehme alles zurück. Die Antenne hat doch Punkte gegeben. Ich habe vorhin 1000 Punkte gelesen und nicht nur 100. Okay, mein Fehler. Ab nach oben. Die ganzen Aufgaben sind irgendwie oben. Beziehungsweise jetzt sind sie tiefer. Das heißt, wir müssen eine Etage tiefer, ohne ganz runter zu fallen. Nein, ich will zurück. Lass mich wieder zurück. Dankeschön. Pee in the pipes. That damn welder, all he can think about is skeeting and labor unions. He was supposed to cut one of these pipes out, but installed valve wheel sockets instead.
If that's not enough, he's placed them along the pipes where I can't get leverage to turn them. If you jump to each pipe from right to left, hitting each wheel, the chemicals will combine and blast the pipe out. It's not going to be easy, but if you hop over to another pipe, as soon as you get up to speed, I'm sure you'll be okay. Ich glaube sogar, es war damals eine Aufgabe. Okay, hi, ihr habt Pause, ich weiß. Die ich damals nicht so wirklich geschafft habe. Genau deswegen. Aber ist doch einfach. You just trashed that lazy welder's work. For that, I'll send the pipe out to your park. No charge. Als Kind hatte ich immer das Problem, man muss halt bei dieser Aufgabe hier grinden, dann muss man da rüberspringen, das Rohr übrigens ist gerade. Jedenfalls ist nur rüberspringen und dann nochmal grinden und nochmal grinden. Es war auf jeden Fall schwierig für mich. Das als Kind nie richtig geschafft. So, die letzte Aufgabe hier. So, die letzte Aufgabe, ne? Jupp. Ist der Mechaniker. Hey Kid, get over here. The damn batch plant screwed the admixture, so the hydration cured some gnarly slag. Yeah, once again in dumb guy talk this time. Long story short, we need to knock out that wedge of concrete. Grind that rail and leap to the lower edge between the rails. Stick it and grind around the corner. When you get to the ledge, lean to the left and jump for the tip of the corner. That should do it. Oh ja. Das war damals als Kind eine ziemlich interessante Aufgabe. Das ist aber ziemlich einfach. Ich fand die Combo einfach nur cool, deswegen. Damn straight! That there's enough steel for my salvage yard and to build me my new ride, Boatzilla! Yeah! Now get down here so we can get the stuff going. Ladies, you keep flashing them hoo-haws, and you gonna get a whole mess of making. Mega! Get back here! You stupid! I'm gonna... Ja, da heißt so Mega Steve wieder, Luda geht vor Bruder. Haha, haha. Nein? Okay. Ja, das war auch kein schöner Satz. Gut. Wir müssen von der Insel runter. Und dafür reden wir mit dem Mechaniker. Hallo Mechaniker. I've got the safety inspector breathing down my neck about the suspended walkways. He's threatening to close the rig if I can't prove you can get to the helipad if the walkways were corroded out. So, pretend all the walkways are gone and that there's a chopper waiting for you. There are easy and not so easy ways to get there, but all I care about is that you get to that helipad. According to safety regulations, the elevators must be shut down, so don't bother trying. Now get to the chopper! So, wie kann man nochmal zum Hubschrauber? Ich glaube, man müsste einfach grinden, das war aber nicht so gewollt. Aber wobei, das hat irgendwie doch geklappt. Hierher. Ich bin hier. That's some imagination you got there. Now I got enough evidence to show the inspector that the rig is fine the way it is. That main vein oil drain is a different story. The welder loosened the cap, but said his carpal tunnel syndrome was acting up and couldn't finish the job. If you spine transfer over the helipad, you should have the momentum to bust that seal and get to Santa Monica. So. Rückweg nach Santa Monica, auf ganz seltsame Weise, durch ein altes Rohr. Du bewegst besser deinen Hintern hier rüber zur Ranch. Dieser Kran, mit dem ich den Snackbahn ausgegraben habe, taugt weniger als ein Igel, der im Berufsverkehr über die Autobahn läuft. So, aber, mal kurz zur Info, wie wir jetzt zurückkommen. Wir müssen einfach hier grinden, kriegen Tempo und werden hier hochgehauen. Damit wir jederzeit wieder hier hin können. Also, unser Rückweg ist auf jeden Fall gesichert. Doch unser Hinweg wird erstmal hier runtergehen. Und zwar hier durch. Haben wir ein schönes Rohr. Hier, guckt euch das mal an. Genießt das Rohr in vollen Zügen. Ne, ihr werdet es nicht ewig sehen. Und dann geht es hier gleich wieder so rüber. Das sieht ganz komisch aus. Zwar aber auf einmal werden wir hier rausgeschossen. Tada! Und dann sind wir wieder in Santa Monica.
zwar genau da, wo wir hier vorhin reingegangen sind. Das Riesenrad ist noch da, aber das Schiff ist weg, sieht man ja schon. Und ja, hier haben wir jetzt den Durchgang für den Weg nach der Bohrinsel. Sollten wir jemals wieder zurück wollen halt, ne? Gesagt ist es natürlich nicht, aber wir haben jetzt freie Wahl halt und das ist das, was zählt irgendwie. Wenn wir alle Gaps machen wollen, müssen wir das ja auch irgendwann mal. Gut. Wir sollen zu Skatevenge, aber wir können auch kurz zu Fuß gehen. Dann genießen wir halt ein bisschen Fußmarsch, sag ich mal dazu. Hier, guckt euch diesen Bound Olli an. Wann gibt der 4 Punkte? Ich bin hingefallen. Wieso bin ich denn mit dem Bound Olli hingefallen? Was? Seit wann kann man mit... Was? Okay, jetzt eine kleine Rampe zu nehmen, war jetzt vielleicht nicht klug. Ja, sagen... 360, können wir auch 540er machen. Möchte gerne gucken. Na, geht doch eigentlich. Wenn man gerade nicht ging, ich habe keine Ahnung. Was ich noch frage... Kann man den Bound Olli eigentlich auch noch einen Wallride machen? Nein, kann man nicht. Schade. Man kann halt so große Kombos machen, indem man hier einen Bound Olli macht und so. Ich glaube, kann man nach dem Bonus kann man den nicht machen, ne? Dann sollte man sich immer überlegen, ob man es macht. Gut. Hier ist Mega, mit dem müssen wir reden. Hilf mir. Dude, this crane done locked up on me. This old thing's crusty and rusty, just like my underdraws. You gotta shimmy way up there and lube up some of them parts. I'd do it myself, but I don't want to fall and bust up this new plate I just had put in my head. Ja, ja, ja. Und das muss ich alles machen. So. Gut, ein Wolver und nur pro Combo, wie es aussieht. Jetzt sollen wir das ganze Teil sprühen, das heißt, wir müssen die hochklettern. Und dann darüber. So. Wenn wir das ölen, dann ist alles gut. Ich glaube, wir sollten nicht runterfallen, das wäre suboptimal. Und zwar dermaßen suboptimal. Unten die Blitze sehen episch aus. So. Und noch hier vorne sprühen. Ja. Dankeschön. Haben wir die Aufgabe gemeistert. That rage case got into a fight with the Black Widows gang in East LA, and they locked his butt in a drain pipe. Black Widows? The Black Widows are the most dangerous gang in all of Los Angeles. Boone's really in trouble. How do I get to East LA? Head through Hollywood, into downtown, and find the Belmont Graffiti Tunnel to get to East LA. But watch out, the Black Widows are everywhere. If you can get past them, you can help out Boone. So. Der Kran ist gemacht, wir müssen warten. Hier ist eine, ihr seht es schon halbwegs hier, diese Kante hier zum Beispiel, wird ausgegraben. Das ist übrigens bisher der Park, also wir haben hier einige Sachen, ne, die wir bisher befreit haben. Hier zum Beispiel ein Stück von Autobahn aus Downtown, hier das Schild. Oh, da kriegen wir so ein Gap für, okay. Hier ist der Dinosaurierkopf, der ist auch da, oder da habe ich gar keine Ahnung, was das hier ist. Doch, das ist das Dach, hier ist das Dach, was wir eingebaut haben. Ja. Da ist die große Scheibe. Hier können wir, glaube ich, genau hochgewinden. Was es genau bringt, ich weiß es nicht. Oil Ring Waiter. Hier haben wir diese komischen Dings, die Ski Balls. Hier haben wir das Brett. Da hinten haben wir den Schienenturm. Also, sie haben alles Mögliche. Wir haben hier so eine Drehscheibe. Ui, ui, Dancing. Fall sieht das gar nicht irgendwie falsch aus. Und wenn wir übrigens skaten. Hui, wie wir einfach mitgezogen werden. Aber nur solange wir da drüber sind. Sobald wir es nämlich verlassen, alles wird zurückgesetzt, seht ihr das? Zack, da war es das auch schon. Was haben wir noch? Da haben wir halt den Kran noch. Wir haben halt alle anderen Dinge, die wir gesammelt haben. Alles sammelt sich hier so langsam an. Der Park wächst und gedeiht. Wo ist denn jetzt zum Beispiel diese Elektropyramide? Die frage ich mich gerade. Die ist, glaube ich, hier, ne? Ja, hier ist sie. Aber sie kriegt gerade keinen Strom ab, warum auch immer. Eigentlich läuft die immer. Egal. Hier haben wir zum Beispiel auch die Straße, die wir gesammelt haben. Also alles ist hier irgendwie verarbeitet. Und an allem müssen wir später noch einen Trick machen. Kommen wir aber später zu. So, um uns ein bisschen Zeit zu sparen, würde ich sagen, reisen wir von hier aus direkt nach Downtown. Denn das geht deutlich schneller.
So, sind in Downtown, wir landen irgendwo in Downtown. Und wie es das nächste Mal weitergeht, ja, das würdet ihr wohl gerne wissen, ne? Ich würde es auch gerne wissen, nein, ich weiß es natürlich auch. Wie es das nächste Mal weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Tony Hawk's American Wasteland. Ja, und dann werden wir auch mit den Black Widows reden. Gut, Leute, aber ich bedanke mich erstmal fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag, bewertet den Part und Mazalavista, Baby.